Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Raube und heute geht es um das Thema, wie viel Geld brauche ich eigentlich, um mit dem Optionshandel zu beginnen? Und wir schauen uns das Ganze heute mal an einem konkreten Beispiel an. Die Frage wird ja schon immer mal wieder gestellt, ne? Also wie viel Geld braucht man denn eigentlich, um mit Optionen zu handeln? Und wer das Buch gelesen hat, Optionsstrategien für die Praxis, da habe ich ja damals noch geschrieben, naja, man braucht schon 25.000 Euro, um mit dem Optionshandel anzufangen. Ganz klar, das liegt natürlich daran, weil ich in dem Buch ja hauptsächlich Strategien oder eigentlich ausschließlich Strategien mit Future-Optionen beschrieben habe und da braucht man das Ganze dann schon. Aber wie ist es denn, wenn man zum Beispiel mit Aktienoptionen anfangen kann, wo man eine große Auswahl kann? Wie viel Geld bräuchte man da eigentlich? Wir wollen uns das mal an einem einfachen Beispiel anschauen. Und zwar nehmen wir mal eine Aktie, die zuletzt sehr, sehr gut gelaufen ist. Und zwar hier die Facebook. Kennen die meisten ja von euch. An der Stelle auch der Hinweis auf unsere Facebook-Gruppe, die Optionshändler. Und Facebook, ja, die kosten momentan so um die 148, 150 Dollar ungefähr. Und eine ganz simple Strategie, gerade für einen Einsteiger, wäre ja, man verkauft einfach nur Puts und Calls. Ne? Also wir reden jetzt mal nicht hier von den Optionskäufern. Klar, da könnt ihr mit 50, 60 Dollar loslegen. Aber für jemanden, der Optionen verkaufen will, man würde einfach einen Put verkaufen. Und jetzt nehmen wir mal hier einen zum Beispiel 135er Put. Ich habe euch auch mal ein Bild dazu gemacht. Und da seht ihr, wenn ihr also hier an dieser Stelle bei 135, das ist ungefähr so die erste Standardabweichung, wenn ihr da einen Put verkaufen würdet, dann hättet ihr eine Prämieneinnahme von ungefähr 100 Dollar. Das heißt, ihr könntet theoretisch 100 Dollar verdienen und euer maximales Risiko läge eben bei 13.500 Dollar. Das heißt, wenn eben Facebook innerhalb der Laufzeit dieser Option auf 0 fallen würde. So. Wir wissen alle, die Wahrscheinlichkeit dafür ist jetzt nicht ganz so groß und deswegen berechnet euch auch die Börse natürlich nicht so viel Margin. Wenn ihr diesen Trade machen würdet, lege die Margin bei ungefähr 1.500 Dollar. 100 Dollar Prämieneinnahme, 13.500 Dollar maximales Risiko, ungefähr 1.500 Dollar Margin. Jetzt kann es trotzdem sein, dass jemand sagt, kleines Konto, naja, ist mir doch ein bisschen Risiko zu groß, nackte Optionen möchte ich nicht unbedingt handeln, deswegen gibt es da nicht einen besseren Weg. Natürlich gibt es das, und zwar, ihr könntet einen sogenannten Bull-Put-Spread machen. Auch hier wieder ein kleines Bild dazu, das heißt, zu dem einmal verkauften 135er Put würdet ihr beispielsweise noch einen 130er Put dazu kaufen. Dafür investiert ihr ungefähr die Hälfte der vorher eingenommenen Prämie von 50 Dollar. Das heißt, euch bleibt eine Prämie übrig von 50 Dollar. Ihr hättet jetzt nur noch ein maximales Risiko von 500 Dollar, nämlich genau die Differenz zwischen dem ersten Strike, wo ihr verkauft habt, 135, und dem, wo ihr gekauft habt, 130, sind 5 Dollar, 100 Stück pro Option, 5 mal 100, 500. Das wäre also das maximale Risiko. Und da ihr ja noch diese 50 Dollar Prämie bekommen habt, hättet ihr eine Margin von ungefähr 450 Dollar zu hinterlegen. Und das sieht natürlich schon mal viel, viel besser aus. Das heißt also, klar, die Hälfte der Prämie nur, aber dafür auch ein extrem verringertes Risiko, eben nur diese maximal 500 Dollar. Egal, wenn morgen die Welt untergeht, euer Risiko bleibt 500 Dollar und eure Margin würde sich auch mehr als dritteln von 1500 auf 450 ungefähr. So. Und das wäre ja eine gute Variante, um als Einsteiger anzufangen. Und jetzt höre ich schon den einen oder anderen sagen, ja, das kostet ja zusätzlich Gebühren und so weiter und so fort. Aber wir wollten ja der Frage nachgehen, wie viel Geld braucht man. Und jetzt stellt euch einfach vor, ihr würdet solche Trades machen und ihr würdet vielleicht 2, 3 Stück jeweils gleichzeitig machen. Das heißt, ihr würdet Prämieneinnahmen haben von 100, 150 Dollar. Ihr würdet eine Margin-Auslastung haben von 1500 Dollar etwa. Und auch jetzt vielleicht ein Risiko von 1500 Dollar maximal im Depot, wenn wirklich die Welt untergehen würde. Ne? Also wenn ihr nicht rollt, wenn ihr nichts macht, wenn ihr wirklich sagt, komm, ich lasse die Dinger laufen, ich mache überhaupt nichts. So, und damit beantwortet sich eigentlich dann auch schon die Frage, wie viel Geld braucht man denn, um anzufangen? Die meisten Broker bieten euch ja so zwischen 2.000 und 4.000 Dollar Startkapital an. Wenn ihr jünger seid, ist es meist auch schon bei IB zum Beispiel schon ab 3.000 Dollar möglich. Aber sagen wir mal so 3.000 bis 4.000 Dollar. Das sollte vorhanden sein, damit ihr mit dem Optionshandel anfangen könnt.
Natürlich, ihr werdet jetzt nicht mit 3.000 Dollar euch zum Millionär hochtreten. Ne? Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber ihr müsst immer eins bedenken. Wenn ihr anfangt zu handeln, dann gibt es ja, warum fängt man denn überhaupt an zu handeln? Was muss da die Zielsetzung sein? Die Zielsetzung ist nicht, ich möchte möglichst viel Rendite am Ende des Jahres machen, sondern die ersten Dinge, die man lernen muss, ist, wie vermeide ich es zu verlieren? Wie funktioniert denn das mit dem Trading überhaupt? Ne? Und um das zu lernen, wie vermeide ich Verluste? Wie funktioniert das mit dem Trading? Wie funktioniert das mit den ganzen Optionen und so weiter? Kann man natürlich jetzt sagen, okay, ich mache das alles in der Theorie, aber das ist wie mit dem Autofahren. Ihr könnt lange, lange Theorie machen, aber irgendwann müsst ihr euch halt dann in das Auto reinsetzen und auch mal raus auf die Straße. Und genauso ist es hier. Das heißt, am Anfang geht es eben wirklich darum, das Ganze zu erlernen. Und um es zu erlernen, um voranzukommen, um Erfahrungen zu sammeln, ne, um verschiedene Dinge auszuprobieren, glaube ich, sind 3.000, 4.000 Dollar auf jeden Fall geeignet, um damit zu starten. Wenn euch jetzt jemand erzählen will, ihr könnt euch damit eine finanzielle Zukunft aufbauen, ihr könnt damit ein Berufstrader werden, dann ist das natürlich Blödsinn. Aber um die ersten Schritte zu tun, ne, um anzufangen, dann reicht das allemal. Und wie gesagt, am Anfang wäre es auch, ich weiß, es sind immer viele am Anfang nicht so begeistert. Wir sagen unseren Coaching-Kunden immer, die ganz von vorn anfangen, also die noch nie was mit Optionen zu tun haben, das Ziel im ersten halben Jahr ist es, plus minus null zu laufen. So, da sind die anderen ja dann alle schon Millionäre, ne? Also die anderen, die ja innerhalb von 6 Monaten aus 3.000 Euro eine Million machen mit diesen Kursen, die es überall zu kaufen gibt. Ja, bei uns dauert es ein bisschen länger. Aber wenn jemand nach 6 Monaten plus minus null laufen würde, dann hat er eine Menge gelernt. Also muss natürlich schon mal einen Trade machen, ne? So, aber er hätte eine Menge gelernt. Er ist in diesem Thema drin und er hat vor allen Dingen eins gelernt, dass er kein Geld verliert. Und damit wäre er besser als 95% aller Trader, die ja Geld verlieren. Und deswegen, wenn ihr jetzt 3.000 Dollar habt, ne, dann fangt an, dann eröffnet beim Broker, wo es geht, halt ein Konto. Fangt von mir aus mit unserem Basiskurs an oder geht auch zu irgendeinem anderen Coach. Das spielt jetzt keine Rolle, ob er zu uns kommt oder irgendwo anders hin, aber geht in die Praxis hinein und macht eben am Anfang wirklich ganz, ganz kleine, ganz risikoarme Trades. Ob ihr da 50 Dollar Prämie einnehmt oder nur 30 Dollar, ob eure Gebühren dann schon im richtigen Verhältnis sind, das spielt am Anfang noch gar nicht so die große Rolle. Es ist wichtig, dass ihr es erlernt und lernen kann man es nur in der Praxis. Und dafür braucht ihr keine riesigen Konten, weil eins ist nämlich auch ganz klar, viele glauben, wenn sie mit einem großen Konto anfangen, dass sie dann automatisch zu den Gewinnern gehören. Aber Fakt ist, wer ein kleines Konto nicht in den Gewinn traden kann, der kann auch ein großes Konto nicht in den Gewinn traden. Natürlich, für jemanden, der Erfahrung hat, ist ein großes Konto bis zu einer bestimmten Größe definitiv einfacher zu handeln. Aber all die, die ein großes Konto erfolgreich handeln, können auch ein kleines erfolgreich handeln. Und diejenigen, die es mit dem kleinen nicht können, die können es auch nicht mit dem großen. Ne? Also deswegen, ihr müsst am Anfang gar nicht, die Hürde ist gar nicht so groß, um damit anzufangen. Und das ist also keineswegs Optionshandel, Optionsverkauf ist also keineswegs etwas, was nur Händler machen können, die also schon 5-, 6-, 7-stellige Beträge haben, das definitiv nicht. Wenn ihr mehr Fragen habt, auch gerade mal an die Einsteiger unter euch, ne, was sind so die ersten Dinge, was interessiert euch und so, nutzt hier unten diese Kommentarfunktion, schreibt mir eure Fragen rein. Ihr seht, ich greife auch immer wieder mal die Fragen auf, mache ein Video daraus und dann sehen wir uns bald wieder hier auf diesem Kanal beim nächsten Video. Euch bis dann alles Gute, viel Erfolg, tschüss, servus, macht's gut, bye bye.